Hallo und willkommen an alle, die sich hierhin verirrt haben. Ich bin der Bruce und ich begrüße euch zu einer weiteren Runde bei StarCraft 2 Legacy of the Void. Ja, in der letzten Folge haben wir das letzte Mal die Kontrolle über Zeratul übernehmen dürfen. Der Amon hat sich auf Ayu, auf dem Heimatplaneten der Protoss, blicken lassen und mal eben die Kala verseucht. Die Kala ist praktisch so ein Gedankennetzwerk der Protoss, wenn man so möchte, wodurch die alle verbunden sind. Und klar, wenn man natürlich das verseucht, hast du alle in der Hand. Hier in einem letzten Kampf mit Artanis konnte er den Nervenstrang, das sind diese komischen Zöpfe da hinten bei den Protoss, noch durchtrennen und so den Artanis vom Einfluss befreien. Allerdings musste er im Gegenzug auch sein Leben lassen. Ja, und genau an dieser Stelle, die wir jetzt hier gerade sehen, haben wir auch letztes Mal aufgehört und ich würde sagen, wir machen direkt mal weiter. Schmied Karax, ich habe nach euch gesucht. Artanis, die Götter seien gepriesen. Eure Nervenstränge, sie müssen durchtrennt werden. Die dunklen Templer haben dies bereits getan. Ich bin frei von der Verderbnis der Kala. Gibt es noch mehr Überlebende? Ich habe so viele gerettet, wie ich konnte. Kommt, wir müssen fort von hier, bevor es zu spät ist. Fort? Wie? Die Speer des Ardun ruht weiterhin unter den Ruinen des Khor Shakhal. Ihre Generatoren mögen alt sein, doch ein fähiger Phasenschmied wie ihr könnte sie aktivieren. Die Speer des Ardun? Es ist mir eine Ehre. Dies ist wahrlich ein Wink des Schicksals. In der Tat. Kommt, wir müssen sofort aufbrechen. Wir sind auf dem Weg zur Speer des Ardun. Falls ihre Generatoren noch funktionsfähig sind, sollte ich sie aktivieren können. Sobald die Speer wieder voll funktionsfähig ist, müssen wir diese gefallene Welt verlassen. Alles klar, die Speer des Ardun. Da bin ich mal gespannt, was es damit auf sich hat. Ja, diesen Karax, den haben wir ja in der letzten Folge gesehen. Da sind ein paar Tipps gegeben, was den Basisbau angeht. Mal sehen, was uns jetzt hier erwartet. Also wir haben auf jeden Fall Photonenkanonen und Schildbatterien. Ich keine Ahnung, wie das Ding heißt. Ja, auf jeden Fall zwei Verteidigungsgebäude, so wie es ausschaut. Die Speer des Ardun schlummert tief unterhalb des Herzens der Konklave. Ich hatte vor, sie zu aktivieren, um unseren Sieg über die Zerg zu garantieren. Doch jetzt ist sie unsere letzte Hoffnung, um zu überleben. Artanis, warum entziehst du dich deiner Erlösung? Celendis, sie steht unter Amons Einfluss. Karax, wir müssen die Speer des Ardun in Betrieb nehmen. Die erste Energiezelle fährt hoch, doch die verbleibenden wurden von Kriechal angelegt. Ich verstehe. Wir müssen sie säubern. Steht unsere Verteidigung? Sie sind leider noch ohne Energie, aber die Versorgungssysteme der Speer des Ardun sollten dabei nützlich sein. Sie ermöglichen uns, überall auf dem Schlachtfeld Pylonen anzufordern. Wir sollten hier so früh wie möglich damit beginnen.
Alles klar, machen wir das doch mal. Erstmal natürlich so eine Sonde auf den Weg schicken und dann einen Pylonen. Okay, hier hin. Mit diesen Photonenkanonen können wir den Nexuspunkt verteidigen, Hierarch. Sie benötigen einen Pylonen als Energiequelle. Ihr könnt über die Sperr des Adun einen Pylonen heranwarpen. Klickt dazu oben im Kommandobildschirm auf Pylon anfordern. Unsere Kanonen werden nun Gegner in Reichweite unter Beschuss nehmen. Wenn sie beschädigt werden, lädt die Schildbatterie ihre Schilde wieder auf. Diese Verteidigungsanlagen werden bei der Evakuierung hilfreich sein. Doch die höchste Priorität hat die Säuberung der Energiezellen. Ja, sieh mal eine an. Hier oben haben wir so eine Energieanzeige und wir können einen Pylon anfordern. Ohne Kosten wahrscheinlich auch noch. Ja, das ist nice. Also außer Energiekosten natürlich. Gefällt mir sehr gut. Schauen wir doch mal. Okay, wir können von hier unten angegriffen werden. Wir können von hier angegriffen werden. Gefällt mir gar nicht. Das heißt, wir müssen zu beiden Seiten einen kleinen Verteidigungswall errichten. Können wir direkt mal einen Pylon anfordern. So, zack. Sehr schön. Oh, gefällt mir gut, die Fähigkeit. So, noch ein Assimilator. Wir müssen Schmiede am Start. Wir können nun unsere Warp-Knoten zu Warp-Toren erweitern. Somit können wir Einheiten überall im Energiefeld eines Pylonen heranwarpen. Sehr nice. Ja, jetzt macht das Ganze auch schon viel, viel mehr Spaß. Also, was bringt die ganze Warp-Technologie, wenn du nicht warpen kannst mit dem Protoss? Ne? Der ist gar kein Sinn sonst. Gut, so. Ein paar Sonden sind auf dem Weg. Wir haben jetzt hier die Schmiede mit den Upgrades. Wir haben so einen Berserker, den wir hier am Start haben. Sehr fein. Mein Leben für Ajur. Ja, wir brauchen noch wesentlich mehrere Sonden. Denn wir brauchen auch Mineralien. Ich möchte nämlich noch hier jeweils. Zergling-Organismen nähern sich dem Nexus. Bereitet die Verteidigung vor. Ja, alles klar. Machen wir doch. Ich möchte hier nämlich dann auch noch zwei weitere Photonenkanonen errichten. Gut. So, das hat ja mal ganz gut funktioniert, würde ich sagen. Ja, wunderbar. Können wir unsere Truppen sparen. Ach, uns fehlt ein Kybernitkern, sehe ich gerade. Interessant. Interessant. Dann baller ich nochmal, na, wo baller ich denn hin? Ah, hier so ein, baller ich noch so ein Pylon hin. Ah, gefällt mir gut, diese Fähigkeit. Echt voll cool. So, was haben wir denn hier? Da ist doch der Kybernitkern. Zack, einmal hier hin. Und dann würde ich sagen, zack, zack. Ja, auch noch so eine Schildbatterie. Ja, wir haben nicht genügend Mineralien, ich weiß. So. Dann war das hier noch so eine Schildbatterie hin. Ja, das sieht doch ganz vernünftig aus. Auch wenn es echt relativ viel kostet, gerade am Anfang. Also soll ich erstmal ein bisschen Ruhe, falls sie mich angreifen. Upgrade durchgeführt. Dann kommen hier noch weitere hin. 1, 2. Na gut, komm, schicken wir ihn erstmal zum Vespin-Gas sammeln. So, noch ein Berserker, ja. Ich registriere was ist das denn? Aktive Warp-Tore in der Nähe. Nice. Sie könnten uns einen Vorteil verschaffen. Errichtet einen Pylon daneben, um sie mit Energie zu versorgen. Am besten wäre es, die Pylonen direkt von der Speer des Adun anzufordern. Natürlich können wir sie auch über unsere Sonden heranwarpen. Was denn du sagst? Gut, zack. Zweit noch hier. Sehr schön. So, und weil es so schön war, baller ich hier noch so eine Schildbatterie hin.
Dann gehen nicht allzu schnell down. Gut, dann würde ich sagen. Ah ne. Wir packen hier bei den Upgrades, packe ich jetzt mal diese Zeitschleife drauf. Haben wir auch schneller unsere Upgrades. Gut. Dann können wir doch eigentlich loswandern, oder? Na, da haben wir gerade noch diese Lücke, um durchzukommen. Mal sehen, ob da ein paar Zerglinge auf uns warten. Das nicht, aber es warten Mineralien auf uns. Nice. Wir sollten einen Pylonen errichten, um es mit Energie zu versorgen. Das Warp-Tor ist wieder in Betrieb. Darüber können wir sofort neue Einheiten heranwarpen. Basis wird angegriffen. Sehr nice. Okay. Stimmt, die gegen die Protoss müssen wir ja auch noch kämpfen, das ist nicht so cool. Oh, haben wir so eine Photonenkanone verloren. Was ist denn da los, Mensch? Gut, dass wir hier noch so eine zweite hingebaut haben. Ich mal sagen, zack, zack, bauen wir nochmal was hin. Gut, ja, lassen wir das erstmal so. Der kann weiter Mineralien sammeln. Ah, und ich würde sagen, wir holen uns noch zwei Hetzer dazu. Ich bin hier in den Schatten. Oh, noch so einen kleinen Trupp hier am Start, oder? Mal sehen, was wir damit ausrichten können. Vielleicht sollte auch das letzte Upgrade am Start sein. Ja, sehr fein. Ah, wir sind doch echt. Boah, wir haben zwei weitere Energiezellen, ja. Die zweite Energiezelle ist aktiv. Das Sensorfeld der Speer des Adun reagiert. Kämpfe nicht gegen deine Bestimmung an, Artanis. Dein Volk hat endlich wahre Einigkeit gefunden. So. Sensoren aktiviert. Oh, was ist das denn? Was ist das? Warp-Prismen nähern sich unserem Nexus-Punkt. Hetzer, schalte diese Warp-Prismen aus. Ja, besser ist das, gut, dann können wir hier noch so zwei Hetzer, würde ich sagen. Sehr schön. Da haben wir auch noch so ein. Was? Warp Prisma? Wie heißt das Ding, ja? Gut, machen wir folgendes: Wir ballern uns jetzt hier so ein Kristall hin. Ich glaube, das sollten wir. Ja, da kriegt das Verteidigungssystem schon irgendwie hin. Ah, sehr geil. Sehr, sehr geil. Also, mir gefällt diese Kombination, dass ich diese Pylonen anfordern kann und noch die Einheiten überall hinwarpen kann. Das heißt, ich bin super flexibel auf dem Schlachtfeld. Mega geil. Oh, da unten ist. Eine weitere Gruppe Zerglinge nähert sich unserem Nexus von Süden. Aber auch das sollten wir eigentlich hinkriegen. Zack, zack, Hetzer. Gut, und dann packen wir die Zeitschleife auf das Warp-Tor. Und wir errichten ein weiteres hier. Dazu kommt noch, dass wir da noch eins und da noch so ein Teil errichten. Ich würde sagen, das sollte eigentlich reichen, oder? Ja. Das reicht auch. Gut, das gefällt mir wirklich sehr gut. Dann erweitern wir ein bisschen unsere Verteidigung. Ist ein bisschen eng, wenn man hier durch möchte, aber soll uns eigentlich nicht stören. So, Wir sind. Gut, warten wir noch, bis wir die nächsten Truppen haben hier. Na komm schon. Kurz den Warp-Knoten zum Warp-Tor.
Transformieren, gut. Dann haben wir drei solche Teile. Sehr fein. Dann gucken wir doch mal. Ich würde ganz ehrlich erstmal hierhin wandern wollen. So, mit drei weitere Truppen. Ja, also das gefällt mir sehr gut. So, haben wir einen stetigen Nachschub an Truppen. Ich hoffe, wir können hier irgendwie expandieren. Das wäre echt ziemlich cool. Widersetzt euch nicht länger. Ihr werdet von eurem Elend erlöst sein. So. So, wir werden jetzt auf dem ganzen Schlachtfeld praktisch unsere Pylonen platzieren. Was haben wir hier? Ach, guck mal. Noch so ein Warp-Tor, okay. Ja, nicht schlimm, dass wir den hier hingepackt haben. Sobald wir können, packen wir den dort vorne hin. Aber gut, dass wir hier mal nachgeguckt haben. Nun gut, ja, nun gut. Du sagst es, Kollege. Mal sehen, wie viele Hetzer haben wir? Zwei Hetzer, noch ein Berserker. Ich bin hier in den Schatten. Dann können wir doch reinwandern. Sehr fein. Ja, man sieht auch schon die ganzen Flugeinheiten da am Start, ne? Ah, dieses scheiß Stachelkrabbler, ne? Ja, ich glaube, das muss man ein bisschen cleverer hier regeln. Sonst werde ich am Ende auch überrannt. Möchte ich natürlich nicht. Ich bin das Herr. Mein Leben für ein bisschen Schaden haben wir angerichtet, aber wir haben auch sehr viele Berserker verloren. Oh mein Gott, was kommt denn da jetzt, ey? Meine Fresse. Die machen wir echt keine halben Sachen, ey. Ja, das meine ich, ne? Wenn man echt zu wenig Einheiten am Start hat, auf einmal wird man überrannt. Ey. Das ist echt so krass. Ich kann mich zwar immer wieder wegwarpen, aber das geht ja auch nur bedingt. Karax, ich habe ein weiteres Warp-Tor aktiviert. Macht es sofort bereit. Gut, gut, gut. Ich bin die Stimme der Finster. Ja, gut, dass ich jetzt so viel Kohle habe, aber trotzdem, man sieht ja, ich habe drei Einheiten noch über, ey, meine Fresse, das ist ja sehr traurig, wir haben zwar ein bisschen Schaden anrichten können, aber man weiß auch nicht, was die so nachproduzieren oder ob die jetzt überhaupt nachproduzieren können, ach, wer weiß das schon so genau. Gut, noch vier Hetzer und dann geht es doch weiter. Das eine Teil geht natürlich immer schneller. Weil es geboostet wird. Komm, wir probieren es mal. Ich hoffe, es reicht. Das sieht ganz gut aus, ja, das sieht ganz gut aus. Alles Leben ist minderwertig. Fehlerhaft. Ich rekonstruiere die Schöpfung. Ah, guck mal, und da oben sind schon wieder die nächsten, solchen Protoss-Einheiten. Ja, nicht cool. Gar nicht cool. So, das heißt, wir warten hier noch ein bisschen. Mein Leben für Ajur. Jut, dein Leben für Ajur, Bruder. Genug. Besser dein Leben als mein Leben. So, ich guck mal ganz kurz hier unten nach. Vielleicht können wir da irgendwie so einen Einheitennachschub, den wir bekommen oder sowas. Das wäre ziemlich cool. Natürlich, das ist eine gegnerische Basis. Ah, oh, das war ein Scheiß, ey. Ernsthaft? Ah, oh, wie bitter, ah, war richtig schön in den eigenen Tod gelaufen. So. Aber ich glaube, wenn wir die einnehmen, haben wir wie so eine... ein weiteres Ressourcenvorkommen.
Auf jeden Fall Überlegung wert. Was? Gut, ich würde sagen, noch ein Berserker und den Rest machen wir die Hetzer. So, dann sollten wir die Kacke hier unten mal einnehmen, langsam, oder? In den Schatten. Nun gut. Würde ich mal behaupten. Wie ihr befehlt. Da haben wir so einen Stachelkrabbler. Ah, okay. Kriegen wir das hin? Das sollten wir eigentlich hinkriegen. Na, ja, deswegen habe ich die Basis so verstärkt. Meine Fresse, wie viele das sind, ne? Das ist echt unschön. So, sehr schön. Es richtet sich gegen euch. Selbst der Boden unter euren Füßen trägt die Saat meines Sieges in sich. Ist das so, ja? Ist so, scheiße. Lydoswürmer, Schnellkrieger, vernichtet sie. Okay. Noch sind wir nicht besiegt. Sehr weise. Okay, okay. Basis wird angegriffen. Pylon wird, ja, Pylon wird angegriffen. Ja, der hier in der Mitte, ne? Ja, Tatsache. Gut, dann machen wir mal einen Nüsswurm nach dem anderen Platz. Das heißt, er hat praktisch jedes Mal eine Überraschung am Start, nämlich so eine Energiezelle hier mir sicher. So, okay, aber alles in Ordnung. Wir nutzen einfach mal die Zeit. Ach, guck mal, da können wir auch die Dinger beziehen. Ja, sehr interessant. Ja, egal, wir brauchen so oder so Pylonen. Wegen dem Einheitenlimit. Ich würde auch mal sagen, ich baue hier oben ein paar hin. Zack, 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 zack. Ne, aber wir kratzen ja schon sehr, sehr stark da dran. Jetzt haben wir ein bisschen Luft. Sehr fein. Gut. Ich würde sagen, jetzt, wo wir gerade jetzt mal in dieser Ecke sind, jetzt gucken wir auch mal hier nach. Vielleicht haben wir noch so ein weiteres Warp-Tor. Was praktisch nur darauf wartet, entdeckt zu werden. Tatsache. Gut. Genau wie davor habe ich jetzt auch den Pylon einfach gesetzt. Ja, ja. War wieder nicht so clever, aber gut. Das ist halb so wild. Oh, ja. Ich könnte ich gucken. Ah, aber ich glaube, das kriegen wir alles hin. So, gucken wir mal, dass wir hier weiterziehen. Genau, erstmal die Gegner angreifen. Ach, guck mal, es kommt nichts. Ah, interessant. Ah, ja, der Ultralist ist auch sehr interessant. Meine Fresse. Gut, jetzt haben wir hier einen Hybriden, der uns angreift. Das ist nicht cool. Mal sehen, ob wir den einfach so abwehren können. Ja, das sieht ganz gut aus, ja. Das sieht echt ganz gut aus. Dann würde ich sagen, wandern wir mal hier hin. Oh ja. Oh, das gefällt mir sehr gut. Ich schaue es bald so bei. Ja. Jetzt, ich meine, die Energie ist schon fast down, aber vier solcher Photonkanonen. Ja. Nice. Funktioniert sehr gut. So, während wir hier warten, wir verschwenden natürlich keine Zeit, sondern pumpen derzeit die Truppen. Wir brauchen jetzt nur 6 Pünktchen und dann haben wir auch das nächste Warp-Tor am Start. Das heißt, umso schneller haben wir unsere neuen Einheiten. Dann machen wir direkt das nächste, nächste Energiezell hier. Klar. So, wunderbar. Läuft doch.
Ausgezeichnet, Hierarch. Wir haben alle Warp-Tore unter unsere Kontrolle gebracht. Ja, das hört man doch gerne, ne? So, dann hätte ich gerne noch ein paar Berserker, weil die so schön günstig sind. Mein Leben für Ajur. Ich bin das Herz der Finsternis. Und ja, wir haben echt noch nicht so viele Einheiten am Start. Ich würde gerne mal auf die nächste Lieferung hier warten. In der Zwischenzeit baue ich noch so ein paar Pylonen hier in der Basis. So, dass wir auch ja keine Zeit verschwenden. So, wunderbar. Dann haben wir ein bisschen mehr Puffer. Ich hätte gerne noch ein paar Hetzer. Aber wenn diese Flugeinheiten, die Mutalisken kommen, dann ja, ist das nicht so cool. So, ich würde sagen, ich splitte auch wieder die Einheiten. Das hat letztes Mal ganz gut funktioniert. Jetzt wird da oben sind die Zerg-Basis. Naja, komm, scheiß drauf. Ich konzentriere mich auf das Hauptziel. Ganz wie ihr wünscht. So, da komme ich schon von der Seite angelaufen. Naja, also da wird mit Sicherheit die Hauptbasis irgendwie sein. Machen wir erstmal die Lufteinheit platt und dann kommt der Rest. Die Berserker, die halten mich gerade so durch, ja. Tatsache. Und da greifen die gleich unsere Basis an, so wie es scheint, ja. Wir sind fast fertig, Hierarch. Dann sollen sie. Sollen sie machen. Muss aktiviert werden, dann ist die Sperr des Adun einsatzbereit. Genug. Der ewige Kreislauf des Wahnsinns kommt zu einem Ende. Ich bringe Erlösung. Hört auf, euch zu wehren. Doch, doch, sehr fein. Aber was ist denn jetzt schon wieder los? Nylos-Würmer wieder, ne? Meine Fresse. Gut. Finde ich aber alles gar nicht so tragisch, weil ich dann einfach mehr Zeit habe, um meine Armee aufzustocken. Ah, jetzt haut der alles raus, ne? Gut. Egal, machen wir einfach eins nach dem anderen Platz. Alles gar kein Thema. Dann gehen wir in die Mitte. Machen wir da mal kurz die Nydus-Würmer platt. So. Sehr fein. Dann gehen wir mal hier rüber. Und dann ist das Ding ja schon fast erledigt. Oder? Nydus-Würmer ist platz. Wird dieses Warp-Ding hier platt gemacht. So. Dann fehlt da nur noch eins, oder? Wenn ich das richtig sehe, ja, Tatsache. So, da zieht sich wieder alles hier, ne? Meine Fresse. So, dann gehen wir mal unten in die Mitte. Vorher schicken wir noch ein paar Berserker mit auf die Reise. Zack, zack, zack. So. Chicken Pylon. So, genau. So, und ich kurz hier sammeln. Da kommen jetzt unsere Berserker noch hinterher. Ja, Mineralienfeld erschöpft. Naja, das war nur eine Frage der Zeit. Bis das passiert. So, ich hätte gerne noch ein paar Hetzer. Ich bin hier in den Schatten. So, dann haben wir. Einmal das, einmal das. Sieht doch ganz gut aus. Genug meditiert. Wir sind eins. So, los geht's. Alles wird eins sein. Alles Leid wird enden. Was zählt,
Ja, spätestens wenn ich erledigt habe, Mädchen. So, sehr schön. Ja, die Hetzer gefallen mir echt gut. Also, den kann man echt gut arbeiten. Ja, das könnt ihr ruhig versuchen. Das bringt euch nicht viel. Energieversorgung abgeschlossen. Die Sperre des Adun ist startbereit. Warp alle Erstgeborenen an Bord, Phasenschmied. Wir müssen von dieser Welt fliehen, wenn wir überleben wollen. Zu Befehl, Hierarch. Ja, sehr cool. Jetzt haben wir die Sperre des Adun am Start. Ja, praktisch unser Flaggschiff. Ja, 30 Minuten, 30 Sekunden haben wir gebraucht dafür. Gut, ich würde also sagen, wir machen direkt mal weiter. Ich will nämlich sehen, was es da zu entdecken gibt. Adun, ein Wunder der Ingenieurskunst der Kalai und die letzte der drei großen Archen. Konstruiert, um in dunklen Zeiten das Überleben unserer Kultur zu sichern. In ihren Kammern ruhen Kontingente an Berserkern. Templer, die sich mutig opferten und sich in Stasis begaben, um als Streitmacht dieses Schiffs zu dienen. Obwohl es mich schmerzt, habe ich begonnen, ihre Nervenstränge abzutrennen. Die unteren Decks enthalten eine Raumschmiede, mit der sich Kriegsgerät konstruieren lässt. Es gibt viel zu lernen über dieses Schiff. Seine Technologie ist sehr alt und auch hochentwickelt. Wir befinden uns an Bord eines Relikts, einer Erinnerung an die Blütezeit unserer Kultur. Die Stellarmatrix wurde aktualisiert, Hierarch. Hier könnt ihr unser nächstes Reiseziel auswählen. Mit diesem Schiff werden wir Rache üben, Karax. Und wir werden die Templer befreien. Ja, sehr cool. Also diese Stellarmatrix gefällt mir richtig gut. Das ist wirklich das ganze Universum, wie es sich vor dir ausbreitet. Was passiert, wenn ich auf Verlassen gehe? Ich weiß nicht. Gut, Chakuras oder Korhal? Also erstmal zu den Terranen nach dem Artefakt fragen. Chakuras, was ist das? Ayur ist erneut gefallen. Meine große Vision seiner Rückeroberung ist gescheitert. Ich habe mein Volk enttäuscht. Das werde ich nicht hinnehmen. Die Nerazim von Chakuras trennen ihre Verbindung zur Kala im Rahmen eines feierlichen Rituals. Sie sind daher die letzten freien Protoss. Ich muss sie erreichen, bevor Amons Armeen sich ihnen zuwenden. Alles klar, das gefällt mir schon mal sehr gut. Also vor allem, weil wir da dunkle Templer bekommen. Ja, feier ich total diese Einheit, weil die einfach unsichtbar ist, also praktisch wie der Zera Azul, ne? Da wäre auch so ein dunkler Templer, so eine Doppelsense, ja, nice. Gucken wir, was es auf Korhal gibt.
Die Terraner auf Korhal haben den Schlüssel Steindechselnager in ihrem Besitz, von dem Zeratul sagte, er sei unsere Rettung. Auch wenn ich Commander Rayner in vielen Sonnenzügen nicht gesehen habe, bin ich überzeugt, dass er uns den Schlüsselstein geben wird. Möglich, möglich. Ja, und Sterbliche gibt es da. Ja. Ich bin für Shakuras. Ich weiß, was passiert, wenn ich auch verlassen gehe. Aber da ist dieser Bildschirm so aufgemacht worden ist, würde ich sagen, wir reisen nach Shakuras, aber nicht jetzt. Ich mache an dieser Stelle einen kleinen Cut und wir machen natürlich genau hier weiter und reisen nach Shakuras in der nächsten Folge. Seid auch das nächste Mal wieder mit am Start, wenn es hier weitergeht und wir die übrigen Templer befreien und wir uns neue Verbündete suchen. Bis dahin, macht es gut und ciao.